Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute zusammen mit einer kleinen Systemerklärung, würde ich mal sagen. Um was geht's? Es geht um diesen schicken Shredder. Und zwar ist der von Werbt einen Freund. Schimpfen tut sich das Ding Raketenschredder 9001. Ich frage mich, was mit 9000 passiert ist, wenn das schon 9001 ist, aber gut. Sieht auf jeden Fall schick aus und jetzt sehe ich gerade erst, wenn wir den drehen, das ist quasi so eine Rakete hinten raus und unten ist quasi der Shredder mit dran. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, das Teil. Wir können uns auch mal das Mount Special an sich angucken. Er fliegt ein bisschen hoch und macht dann einmal einen Salto. Hat hier so einen Greifarm dran und da, ja, was ist das, so eine Kreissäge, würde ich sagen. Macht auf jeden Fall was her. Und ja, wo kriegen wir den her? Den gibt es einmal über das Werbt ein Freund-System. Und zwar ist das das Neue aus Dragonflight. Das ist jetzt schon eine Weile raus. Warum mache ich das Video erst jetzt? Naja, ich habe erst jetzt das Mount erhalten, denn das ist die Belohnung, wenn man 6 Monate quasi jemanden geworben hat. Und wie das Ganze funktioniert und was es da noch so an Belohnungen gibt, will ich euch jetzt mal erklären. Also, als allererstes müsst ihr andere Spieler für World of Warcraft dafür werben. Und das könnt ihr indem machen, indem ihr hier einen Code generiert und diesen Code könnt ihr dann einmal jemanden linken. Der kann mit diesem Code dann seinen Battle.net-Account damit verknüpfen und da gibt es aber einige Restriktionen. Und zwar, was für Restriktionen gibt es da? Wenn dann, es muss ein neuer WoW-Account sein, der höchstens 7 Tage alt sein darf. Also wenn jemand seinen Account erstellt hat, darf es höchstens 7 Tage alt sein, sonst funktioniert dieses Verknüpfen nicht mehr. Oder jemand hat einen alten WoW-Account und der ist Minimum seit 24 Monaten, also 2 Jahren, nicht aktiv subscribed, also hat kein aktives Abo, dann könnt ihr das auch machen. Diese 2 Optionen gibt es. Dann läuft es so, ihr kriegt nur dann Belohnung, wenn der andere Abo zahlt. Und dementsprechend funktioniert es so, wenn der andere quasi sein Spiel gekauft hat und zusätzlich zu dem Grundspiel, ich glaube beim Grundspiel kriegt man mittlerweile einen Monat, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber er muss auf jeden Fall zusätzliche Monate bezahlen und für jeden Monat, der bezahlt wurde, gibt es quasi eine Belohnung. Und jetzt ist es so, dass ihr in einem Monat selber 4 Leute adden könnt über einen Link, da müsst ihr jedes Mal einen Link generieren. Und maximal könnt ihr 10 Leute haben. Ihr habt dann quasi hier Leute in der Liste drin. Ihr könnt dann mit denen auch zusammen Aktivitäten erfüllen und kriegt dann auch Ingame-Währung. Das ist jetzt aber relativ uninteressant. Theoretisch kriegt ihr dann auch noch so einen Port. Also ihr könnt die Person ranporten. Und gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten. Wenn ihr wie ich mehrere WoW-Accounts habt, dann hat jeder eurer Accounts 10 Möglichkeiten, jemanden zu adden. Ja, ob ihr das jetzt braucht, sei jetzt mal dahingestellt. Genau, und wie läuft es jetzt? Also jemand anderer, den habt ihr geaddet, hat vielleicht einen neuen WoW-Account und der zahlt dann einen Monat. Dann gibt es als erstes ein Pet. Ja, das können wir uns jetzt mal angucken. Wie schimpft sich das? Werkzeugkasten heißt es. Das muss ich mal kurz gucken, ob das hier auch so heißt. Werkzeugkasten. Ah, da unten haben wir es. Also das hier ist das Pet. Geht in die ähnliche Richtung wie das Mount. Hier sieht ganz cool aus. Haben wir hinten auch einen Werkzeugkasten drauf. Ist natürlich ein mechanisches Pet, ne? Also das ist das Pet, das ist die erste Belohnung. Wenn dann noch ein weiterer Monat gezahlt wird, dann gibt es eine Faustwaffe. Wir können uns die jetzt gleich mal angucken hier. Das ist quasi diese Kreissäge. Die geht jetzt hier ein bisschen blöd ins Bein rein. Also das ist schon mal ungesund. Dann mit einem weiteren Monat kriegt man den Rücken hier. Das ist so ein Fass mit Sprengstoff. Dann beim 4. Monat gibt es für euch selbst 30 Tage Spielzeit. Beim 5. Monat gibt es dann diesen Helm hier und beim 6. Monat gibt es dann dementsprechend das Mount. Wir können uns das Set jetzt auch noch mal ein bisschen größer anschauen. Ich habe mir das einmal in den Chat gelinkt, dann können wir uns das auch noch mal so angucken. Also ihr seht, da haben wir diese Kreissäge, die komischerweise jetzt hier ins Bein geht, das ist ein bisschen ungesund. Dann den Rucksack hier und den Helm. Ja, ist ganz nett. Wirklich toll finde ich tatsächlich aber das Mount und das Pet für die beiden Collectibles. Und für jeden weiteren Monat bekommt ihr dann, danach bekommen wir quasi für alle 3 Monate nochmal immer Spielzeit. Heißt, wenn der andere weiter zahlt, gibt es dann immer
noch Spielzeit für euch. Jede 3 Monate, die der eine zahlt, kriegt ihr quasi 1 Monat Spielzeit. Heißt, wenn ihr theoretisch einen Haufen Leute werbt, dann könnt ihr WoW kostenlos spielen, weil die dann euch so ein bisschen mitfinanzieren, in Anführungszeichen. Aber naja, da müsste man halt ewig viele Leute werben für. Ihr könnt es auch selber machen, ihr könnt euch einfach einen neuen Account erstellen, euch selber werben für die Belohnung, dann müsst ihr halt den anderen Account noch zahlen für die paar Monate. Ich habe das tatsächlich so gemacht. Und da ein kleiner Hinweis, wenn ihr, wie ich das gemacht habt, sagt, okay, man braucht 6 Monate fürs Mount, ich hole mir gleich ein 6-Monats-Abo mit dem anderen Account und krieg sofort meine Belohnungen, nein, so funktioniert das nicht. Obwohl man Blizzard sofort alles Geld zahlt, ist es so, dass erst mit jedem immer abgelaufenen Monat man die weitere Belohnung kriegt. Das ist ein bisschen blöd tatsächlich. Es gibt aber die Möglichkeit, wenn ihr mit dem anderen Account WoW-Marken einlöst, also immer einzeln die WoW-Marke einlöst, dann kriegt ihr sofort die Belohnung mit dem Account, wo ihr geworben habt. So wurde es mir zumindest erzählt und ich habe auch einige gesehen, die sofort, als das System reingekommen ist, dieses Mount hatten und zu mir wurde gesagt, so haben sie es gemacht. Ich habe mir überlegt, ob ich dann nochmal die WoW-Marken auf dem anderen Account rein waste, in Anführungszeichen, um das Mount direkt zu kriegen. Aber dann dachte ich mir, komm, ich habe dieses 6-Monat-Abo dafür gezahlt, das machen wir nicht. Ja, und jetzt habe ich halt ein bisschen gewartet, habe mein Mount. Vielleicht könnt ihr mit der Information was anfangen. Wenn ihr das sofort haben wollt, dann macht es vielleicht lieber über die WoW-Marken. Da soll es dann anscheinend sofort funktionieren. Oder ihr müsst halt ein halbes Jahr warten. Ne? Das ist die andere Option. Ihr könnt natürlich auch mehrere Leute parallel werben und dann über einzelne Monate kriegt ihr dann Sachen doppelt oder halt, ne, in einem Monat dann 2 Belohnungen, wenn ihr 2 Leute am Laufen habt, aber ja, die muss man halt dann erstmal finden. Gut, das war es eigentlich, was ich euch dazu sagen wollte. Für den einen oder anderen ist das vielleicht eine Information, mit der das Mount ein bisschen schneller kriegen kann. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Sollten noch Fragen in den offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.